So, let's go. Hallo, kann ich... Das Klettern hier so schwer gemacht. Ich weiß nur nicht warum. Schön, dass man jeder verfickten Kante sich langhangeln kann, aber wenn es dafür sich dann anfühlt wie... Bäh. Dann macht es halt auch keinen Sinn. So ist es leicht. Wer weiß, dass ich hier bin? Sie werden weiterziehen. Ich muss nur ruhig bleiben. Schwachstelle. What the fuck? Ja, ob der mich gesehen hat. Natürlich. Alter. Bin ich zu blöd für solche Spiele oder was? Er hätte mich getroffen, wenn ich nicht... Also optisch sind die Spiele halt alle geil, aber irgendwie habe ich das Gefühl... Entweder werde ich alt, was ich aber irgendwie bei vielen, Sie suchen mich. Was ich nicht unbedingt glaube, weil viele Sachen mich ja nicht aufregen, weil sie einfach stark sind oder zu schwer, sondern die meisten gehen mir halt auf den, die meisten Sachen gehen mir halt auf den Sack, weil man immer irgendwie genau das Richtige im richtigen Moment benutzen muss, gefühlt, um irgendwie Spaß zu haben. Ansonsten halt Hauptsache schwitzen und Ich weiß es halt nicht, das passiert. Das ist mir in vielen Spielen in der letzten Zeit so häufig aufgefallen. In Plague Tale: Requiem zum Beispiel haben sie einfach die Passagen länger gemacht. Ui, toll. Gegnervariation schön und gut, aber wenn du dann halt irgendwie meinst, ja. Also, wir haben hier auch ab und zu mal ein paar Gegner, die dann gegen Steine-Steinschleuder immun sind.
Und das werden dann auf einmal einfach alle. Oder 90%. Das ist dann für mich halt auch kein gutes... Das hat damit in meinen Augen auch nicht mehr irgendwas mit Gameplay zu tun. Oder hey, die Gegner können dir jetzt mal getrost am Arsch vorbeigehen, weil du eine Armbrust kriegst. Oh, wie geil ist das denn? Und dann, ja, kriegst aber nur 2 Pfeile pro Armbrust. Natürlich. Was zum Geier? Ich will zwar nichts sagen, aber kann sein, dass sie es ein bisschen übertrieben haben. Wechselst zwischen verschiedenen Waffen, um die zu finden, die zu deinem Spielstil passt. Dieser Tipp, den könnt ihr euch sparen. Ihr habt das Spiel auch so konzipiert, dass man sich das gar nicht aussuchen kann. Ugh.
Das ist schön. Schwede, nee, nee, nee. Ich kann der Hitze nicht entkommen. Ja, das geht ja noch, finde ich. Aber manchmal sind die Viecher auch einfach ein bisschen übertrieben. Also wie gesagt, hier ging's noch. Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Action ist eine Sache, aber ich finde, man könnte echt mehr Schaden machen. Vor allem könnte man halt irgendwie es mal wieder einbringen, dass eine Schwachstelle wirklich eine Schwachstelle ist, weil mein Damage-Output ist halt extrem brutal. Ich finde es halt immer schade, wenn das Grinden halt oder das Farmen halt wirklich zur Pflicht wird. Und aktuell ist es halt gefühlt so. Auto-Aim trifft aber nicht. Ist immer gut. Der ist natürlich tot. Wie auch sonst. Wasserrampfremder. Naja. Hier schon wieder ein Feuer. Feuer, warum? Da kann man doch bestimmt rein. Ich hoffe so sehr. Ich habe eher die Befürchtung. Dass es hier einen Langhals gibt. Das müssen die Ruinen von Las Vegas sein. Poseidon kann nicht weit sein. Las Vegas. Na dann. Ich würde ja schon gern alles erkunden, aber nicht alles onscreen. Vor allem, weil ich gefühlt, weil es gefühlt so ist, dass man halt wirklich alles abgrasen muss. Da ist wieder so eine Riesenmaschine, die wahrscheinlich wieder... Oh, wenn sie überhitzt, macht sie einen One-Hit-Kill. Feuer
kann hier nichts ausrichten. Also die Palmen, dass die Palmen hier wachsen, das hat schon was. Ich will eigentlich mal gucken, dass ich vielleicht den Langhals zuerst irgendwie versuche. Bevor ich mich jetzt hier mit Las Vegas auseinandersetze. Diese Wege sehen, diese Trampelpfade sehen schon interessant aus. Vor allem würde mich mal interessieren, wer die gemacht hat. Okay, sieht schon cool aus. Also wie gesagt, grafisch ist das alles hier eine Bombe. Da will ich mich nicht beschweren. Yo, man kann... Klar, natürlich. Nach einem Salto so schnell aufstehen und nochmal was machen. Bei einer tonnenschweren Maschine. Easy. Brennender Sand, immer gut. So, das ist doch schon mal wesentlich weniger. Da kann man doch mal was erkunden hier. Wunderbar. Die Level hier bringen auch gar nichts.
Ja, Rebellen Außenposten und... Der Langhalt sieht beschädigt aus. Sollte ich mir genauer ansehen. So. Beschädigt. So, ich habe keine Ahnung, ob wir Geier Sachen brauchen. Ich befürchte aber, ja. Sieht nach Osaram-Ausrüstung aus. Was haben die hier gemacht? Ein toter Osaram. Von Maschinen getötet, wie es aussieht. Dieses Ding schießt. Sie wollten den Langhals zu Fall bringen, wurden aber von den Maschinen überrascht. Könnte bloß irgendwie da hochkommen und den Schaden untersuchen. Es sei denn, ich hole den Langhals selbst runter und versuche ihn am Boden zu reparieren. Das wird nicht schön, aber zumindest wird er repariert. Neuer Datenpunkt. Gut. Verschmiertes Pergament. Glyphen, die in verschiedenen Sprachen. Gendorf ist tot. Ich habe ein paar Maschinen mit dem Ankern erledigt. Aber sie haben mich ganz schön erwischt. Falls das hier jemand findet, was immer du tust, leg dich niemals unter allen Funkenwillen, egal was dein Stahl hinter dir sagt, mit diesem verdammten Langhals an. Du wurdest gewarnt. Ich muss einen Anker an den Schwachstellen der Panzerung anbringen und zu Boden ziehen. Ich glaube, das wird nicht schön. Das habe ich mir gedacht. Wahrscheinlich gibt es hier noch weitere Anker. Ich muss sie finden. Mit ihnen bringe ich den Langhals zu Fall. Ja, 20 Damage, das ist doch nichts. Im Beutel dieses frühere Kirschen. Ich mache das jetzt wirklich Stück für Stück. Ganz langsam. Aber das machen wir im nächsten Part, Leute. Ich glaube, das wird hier. Das ist ein Part. So machen wir zu viel. Hier, macht's gut. Tschüss.